heutigen Corvallis-Veranstaltung im Namen der Baden-Badener FDP. Wir haben heute unsere zweite Veranstaltung. Vor ein paar Wochen haben wir uns mit dem Thema Stadtplanung und Weltkulturerbe beschäftigt. Und heute, wie Sie der Zeitung haben auch entnehmen können, geht es um Innenstadtentwicklung und Verkehr. Und dazu begrüße ich jetzt erstmal ganz herzlich Herrn Matthias Wickermann. Innenstadtentwicklung und Verkehr ist für eine Stadt wie Baden-Baden, eine Kur- und Tourismusstadt, natürlich ein ganz wichtiges Thema. Vielen Dank. Ja, sehr geerte Damen, sehr geehrte Herren. Vielen Dank, Herr Dr. Loos, für diese einführenden Worte, dass ich heute Abend hier sein darf. Und ich glaube, ein halbes, dreiviertel Jahr ging das ja wirklich schlagartig, dass die Russen wegblieben. Das war natürlich durch die Entwertung des Rubels, das war die Krim-Krise, die gleichzeitig kam. Die Superreichen hatten Ausreiseverbot. Es gab ja verschiedene Gründe, die Stadt mit anderen Augen zu sehen. Und es ist nicht immer nur der schöne Gebäude, der Prunk, den wir haben, sondern man muss ja auch gucken, was für Geschäftsstrukturen haben wir hier und wie wirken die sich aus für die Zukunft. Die Stadt voll. Man sieht es ja jetzt, wenn das gute Wetter kommt, wie viele Menschen hier sind. Aber man möge mal darauf achten, wie viele von denen halten Einkaufstüte in der Hand. Und da gibt es viele Punkte, die einfach so eine Entscheidung manchmal beeinflussen, ob das der richtige Standort ist oder nicht. Die Erhöhung auch von Parkgebühren ist jetzt nicht gerade etwas, was den Handel anregt. Ja, und wenn ich irgendwann in eine Stadt komme und fahre da hin und weiß, okay, die erste Stunde, die erste halbe Stunde ist kostenlos, man kann zumindest mal hier, die auch hier in der Innenstadt für den täglichen Bedarf sind, ja, die freuen sich darüber, wenn die Leute kurz anhalten können. Es ist heutzutage noch der Fall, dass man immer noch schnell aufgeschrieben wird. Aber ist das ein oder andere noch verbesserungsfähig, insbesondere was so die, sag ich mal, die politischen Rahmenbedingungen anbelangt? Für heute bedanke ich mich ganz herzlich, dass Sie da waren. Lieber Herr Wickermann, Ihnen nochmal alles herzlichen Dank und alles Gute für Sie und Ihr Leben. Ja, der heutige Abend war sehr interessant, hat vor allen Dingen auch der neue Akzept für mich gegeben. Ich muss sagen, es waren neue Aspekte, die ich so her nicht gekannt habe. Auch jetzt für die ganze Stadt und ist mir auch klar, wo die Richtung hingeht. Ja, ich habe mich sehr gefreut, dass ich heute Abend eingeladen war, hier von der FDP, von dem Dr. Loos, vortragen zu können, weil es mir doch immer ein großes Anliegen ist, auch mal darauf hinzuweisen, was ist die BBI, was ist der Einzelhandel. Und wenn man schöne Geschäfte sieht, heißt es nicht unbedingt, dass es auch funktioniert. Und die Problematiken, die gerade auch Baden-Baden in den letzten zwei, drei Jahren hatte, durch das Ausbleiben der russischen Kundschaft, durch das dauerhafte Thema von Online-Marketing oder Online-Geschäften, haben wir, glaube ich, so einen Mehrfrontenkrieg. Und man muss schon gucken, dass man eine klare Position bezieht und auch sieht, ja, wie können wir diese Aufgabe meistern. Der heutige Abend von Quo Vadis war mir sehr wichtig, weil ich sehr viel erfahren konnte, wo die Problematik hier im Einzelhandel liegt.